Hallo Freunde, willkommen zu Gott auf einer Seite, heute mit Seite 91. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass dein Gesetz die Grundlage deiner Regierung ist und dass wir auch heute aus deinem Wort lernen dürfen, um für den Alltag vorbereitet zu sein. Wir möchten dich bitten, dass du durch dein Wort zu uns sprichst im Namen Jesu. Amen. Wir sind in 2. Mose 25, gerade bei der Beschreibung der einzelnen Elemente in der Stiftshütte. Und gerade geht es um den goldenen Leuchter. In Vers 38 heißt es: Und ihre Lichtscheren und Löschnäpfe sollen aus reinem Gold sein. Aus einem Talent reinen Goldes soll man ihn machen mit all diesen Geräten. Und achte sorgfältig darauf, dass du alles genau nach dem Vorbild machst, das dir auf dem Berg gezeigt worden ist. Hier ging es um die Anbetung Gottes, es ging um den Gottesdienst und Gott war darauf bedacht, dass wirklich alles auch im Detail seinen Vorstellungen entsprach. Wenn wir Gott wirklich von Herzen in Wahrheit und im Geist anbeten wollen, dann sollten wir uns auch für die Details interessieren, die Gott in der Anbetung wichtig sind. Und die Wohnung sollst du aus zehn Zeltbahnen machen. Aus gezwirntem Leinen und blauem und rotem Purpur und Kamesin. Cherubim sollst du in kunstvoller Arbeit hineinwirken. Durch verschiedene Darstellungen sollten Israeliten damit beeindruckt werden, dass Engel gegenwärtig waren. Und auch wir sollten uns immer wieder bewusst machen, dass in unserem Leben Engel von Gott gesandt eingreifen, um uns näher zu ihm zu bringen. Die Länge einer Zeltbahn soll 28 Ellen sein und ihre Breite vier Ellen. Diese Zeltbahnen sollen alle ein Maß haben. Fünf Zeltbahnen sollen zu einem Ganzen zusammengefügt sein, eine an der anderen und wieder fünf Zeltbahnen eine an der anderen. Und fertige Schleifen aus blauem Purpur und Saum der einen Zeltbahn bei der Verbindungsstelle und ebenso sollst du es am Saum der äußersten Zeltbahn machen bei der anderen Verbindungsstelle. Du sollst 50 Schleifen an der einen Zeltbahn machen und 50 Schleifen am äußersten Ende der anderen Zeltbahn. Bei der anderen Verbindungsstelle von diesen Schleifen soll je eine der anderen gegenüberstehen. Und du sollst 50 goldene Klammern herstellen und mit ihnen die Zeltbahnen zusammenfügen, eine an die andere, damit die Wohnung ein Ganzes wird. Du sollst auch Zeltbahnen aus Ziegenhaar machen, als Zeltdach über die Wohnung. Elf solche Zeltbahnen sollst du herstellen. Die Länge einer Zeltbahn soll 30 Ellen sein, die Breite aber 4 Ellen. Und alle elf Zeltbahnen sollen ein Maß haben. Füge fünf solcher Zeltbahnen für sich aneinander und sechs Zeltbahnen auch für sich und lege die sechste Zeltbahn doppelt an der Vorderseite des Zeltes. Und du sollst 50 Schleifen machen am Saum der einen äußersten Zeltbahn an der einen Verbindungsstelle und 50 Schleifen am Saum der anderen Zeltbahn an der zweiten Verbindungsstelle. Wir sehen, wie praktisch Gott ist. Und wie genau er auch die Ausführungsbestimmungen hier gegeben hat. Du sollst 50 eher Klammern anfertigen und die Klammern in die Schleifen stecken und das Zell zusammenfügen, damit es ein Ganzes wird. Das Heiligtum, die Stiftshütte, war aus Einzelteilen zusammengebaut und sollte ein Ganzes ergeben. Auch wir als Gemeinde Gottes sind der Tempel des Heiligen Geistes und sollen ein Ganzes ergeben und gut zusammenpassen. Aber von dem Überhang, der an den Zeltbahnen des Zeltes überschüssig ist, soll eine halbe Zeltbahn an der Rückseite der Wohnung überhängen. Von dem Überschuss an der Länge der Zeltbahn des Zeltes soll eine Elle auf dieser und eine Elle auf der anderen Seite überhängen, auf beiden Seiten der Wohnung, um sie auf beiden Seiten zu bedecken. Und fertige für das Zeltdach eine Decke aus rötlichen Witterfellen an und noch eine Decke aus Seekuhfellen oben darüber. Das war die Wohnung. Für den König des Universums. Witterfälle, Sekufälle. Gott brauchte keinen äußerlichen Prunk. Gott war mit einem ganz einfachen Zell zufrieden, das innerlich voll von Gold und Silber war. So soll es auch mit unserem Charakter sein. Auch wir sollen von innen leuchten, so wie Gott es uns hier bei seiner eigenen Wohnung vormacht. Und die Bretter der Wohnung. Sollst du aus Akazienholz machen, aufrecht stehend. Die Länge eines Brettes soll zehn Ellen sein und die Breite eines Brettes anderthalb Ellen. Zwei Zapfen soll ein Brett haben, einer dem anderen gegenüberstehend. So sollst du es bei allen Brettern der Wohnung machen. Du sollst für die Wohnung zwanzig Bretter machen, auf der Seite nach Süden zu. Und du sollst unter die zwanzig Bretter vierzig silberne Füße machen, je zwei Füße unter ein Brett für seine beiden Zapfen. Und wieder zwei Füße unter ein Brett für seine beiden Zapfen. Ebenso. Auf der anderen Seite der Wohnung nach Norden hin, Norden zu, auch 20 Bretter und ihre 40 silbernen Füße, je zwei Füße unter ein Brett. Aber an der Rückseite der Wohnung nach Westen zu sollst du sechs Bretter machen. Dazu sollst du zwei Bretter machen für die beiden Ecken an der Rückseite der Wohnung. Die sollen doppelt sein von unten an und sich oben zusammenfügen mit einem Ring. So sollen beide sein, an beiden Ecken sollen sie stehen. Und so sollen es acht Bretter sein mit ihren silbernen Füßen. 16 Füße, je zwei Füße unter einem Brett. Und du sollst Riegel aus Akazienholz machen, fünf für die Bretter auf der einen Seite der Wohnung. Lass uns auch gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass wir sehen können, dass du dich auch für die Details interessierst, dass du für die kleinen Dinge des Lebens ein genaues Auge hast. Und hilf uns, dass wir in allen Details, die du uns gibst in deinem Wort, wir dir treu folgen und dich so anbeten, wie du es dir wünschst. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.